Hallo liebe Leo Aktiv Leserinnen und Leser. Auch heute ist wieder Leo Aktiv on Tour. Auch heute wollen wir wieder eine Person vorstellen, die ehrenamtlich und beruflich schwer engagiert ist im Allkreis Leonberg. Unser heutiger Gast ist Silke Löser. Sie ist Projektleiterin Wünschewagen vom Arbeiter-Samariter-Bund Region Ludwigsburg. Frau Löser, herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn sich das Leben dem Ende entgegenneigt, verspüren viele Menschen das Bedürfnis, sich noch einmal an ihren Sehnsuchtsort zu begeben. Das Team vom Wünschewagen ermöglicht schwerstkranken Fahrgästen, ihren letzten Herzenswunsch zu erfüllen. Seit 2014 gibt es den Wünschewagen in vielen Bundesländern in Deutschland. Seit 2017 auch in Ludwigsburg. Was ist Ihre Funktion und wie ist Ihr Werdegang? Ich bin gelernte Kinderkrankenschwester und habe jahrelang im Olgel in Stuttgart gearbeitet und dort auch meine Palliativcare-Fachweiterbildung für Kinder und Jugendliche gemacht. Und hatte dann 2017, wollte ich mich verändern beruflich, aus der Klinik raus und habe die Stellenausschreibung als Projektleitung für den Wünschewagen in Ludwigsburg gesehen und habe mich beworben und finde diese Arbeit ganz toll. Also es ist einfach sehr bereichernd und erfüllende Arbeit und habe es nie bereut, den Job anzunehmen. Und wir haben damals dann 2017 angefangen, den Wünschewagen dort, den Standort aufzubauen. Und seitdem, fast 5 Jahre, ist der Wagen am Rollen. Sie sagen gerade aufgebaut. Wie viele ehrenamtliche Helfer benötigen Sie? Wir haben momentan um die 70 Ehrenamtliche. Die meisten sind hauptberuflich im Rettungsdienst tätig oder in der Krankenpflege, in der Medizin. Also bringen alle eine fachliche Qualifikation mit, um die Fahrgäste bestmöglich zu versorgen und zu begleiten während ihrer Wunschfahrt. Frau Löser, wie viele Helfer müssen bei der Wünschetour eigentlich mitfahren? Also von unseren Ehrenamtlichen sind immer mindestens 2 Helfer mit an Bord. Das heißt, es ist ein Rettungssanitäter an Bord, der die ganze Technik kennt. Da ist ja ganz viel Technik in dem Wagen verbaut. Der zweite Helfer ist aus dem Bereich Pflege. Da schauen wir immer, welche Bedürfnisse hat der Fahrgast. Ist es ein Kind? Dann schauen wir, dass da eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin mitfährt. Oder es ist jemand mit einer Heimbeatmung, dann schauen wir eben, dass da jemand mit einer Intensiverfahrung mitfährt. Wir stimmen also das Team genau auf den Fahrgast ab. Dürften wir mal einen Blick ins Fahrzeug werfen, was für eine Ausstattung der Wünschewagen hat? Natürlich, sehr gerne. Der Wünschewagen ist ein Krankentransportwagen, ausgestattet mit einer notfallmedizinischen Ausrüstung. Ist aber alles versteckt hinter Schränken, sodass man die nicht sieht, wenn man sie nicht benötigt. Wir haben eine besondere Trage mit besonderen Stoßdämpfern, damit der Fahrgast bequem liegt. Natürlich schöne Bettwäsche. Wir haben eine Panorama-Rundumverglasung, sodass man auch während der Fahrt seine Umwelt gut wahrnehmen kann und genießen kann. Unsere Fahrgäste sind ja ganz oft nur noch zu Hause oder stationär und genießen es dann eben, die Landschaft zu sehen. Also wir haben hier noch einen Sternenhimmel mit LED-Lichtern an der Decke, ein besonderes Lichtkonzept, sodass der Fahrgast sich wohlfühlt während der Fahrt. Und wir haben sogar noch eine kleine Minibar vorne zwischen den Sitzen mit Getränken und Snacks, da wir ja manchmal recht lang unterwegs sind. Auf der Fahrt steht das Leben im Mittelpunkt, nicht die Krankheit. Frau Löser, welche Reiseziele sind denn die beliebtesten? Also ganz an oberster Stelle steht der Bodensee tatsächlich. Da waren wir bestimmt schon über 10 Mal jetzt, auch bei unserer 100. Fahrt vor kurzem. Da wollte eine schwerkranke Frau mit ihrer Familie und ihren Freunden nochmal einen schönen Tag verbringen, auf dem Boot zusammen Luftballons steigen lassen und anschließend dann noch
den Tag ausklingen im Restaurant. Sehr schön. Und das doch einem todkranken Menschen das möglich zu machen, ich glaube, das ist wirklich das Größte, was es gibt, oder? Das stimmt, ja. Welche Reise war die weiteste mit eurem Wünschenwagen bis jetzt? Wir waren an der Nordsee bzw. Ostsee. Das war das weiteste Ziel, was wir bisher angefahren haben, genau. Das heißt also, Sie müssen dann auch Hotel buchen und. Also ist nicht nur die Fahrt, sondern erstmal hat man einen schwer kranken, todkranken Menschen an Bord. Und dann muss ja auch die Unterkunft gesichert sein für alle Beteiligten. Das heißt, ihr seid dann 2-3 Tage unterwegs, oder ich muss vorstellen? Die Fahrten, die wir so organisieren können, dass wir einen Tagesausflug machen können, die nicht allzu weit weg sind, die Ziele, da machen wir nur einen Tagesausflug. Und jetzt wie Nordsee, Ostsee, das schaffen wir natürlich nicht an einem Tag hin und zurück. Und da schauen wir nach Übernachtungsmöglichkeiten. Das kann auch mal, wenn es kein Hotel ist, eine Pflegeeinrichtung sein oder ein Hospiz. Ah, okay. Je nachdem, wie viel Betreuung und Unterstützung der Fahrgast in der Nacht braucht. Aber wenn man sich gerade mal überlegt, was da an Kosten entstehen, ist natürlich auch die Finanzierung ein ganz wichtiger Baustein vom Wünschewagen. Frage nicht, liegt natürlich nahe, wer finanziert den Wünschewagen? Ja, ganz viele Spender und Sponsoren unterstützen uns und eben dieses tolle Projekt. Und unsere Freiwilligen, unsere Ehrenamtlichen spenden ihre Zeit auf den Fahrten. Und der ASB schießt seine Eigenmittel, wie zum Beispiel aus den Mitgliedsbeiträgen, zu. Frau Löser, Sie sagten mir in unserem Vorgespräch, für Sie ist es ein Traumjob. Leben Sie auch bewusster? Ja, auf jeden Fall. Man ist sich selber bewusst, dass jedes Leben irgendwann endet und wir wissen nicht wann. Und deshalb gehe ich zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus gehe, auch wenn wir uns mal gestritten haben, sage ich Tschüss und gehe nicht im Argen auseinander, weil mir das ja einfach wichtig ist. Ihre Familie gibt Ihnen Halt, das haben Sie auch in Ihrem Vorgespräch verraten. Ihre kleine Tochter sagt immer, meine Mutter ist eine Fee und erfüllt Wünsche. Gibt es etwas Schöneres? Nein. Ich mache das, also es ist wirklich eine tolle Arbeit. Und die Fahrgäste, wenn man da auf einer Wunschfahrt dabei ist, die strahlen vor Glück. Die Augen, das Lachen, das ist so schön, das zu erleben. Und gibt einen auch eben für sich selber ganz viel. Und auch nicht nur unsere Fahrgäste sind glücklich an so einem Tag, sondern eben auch der Rest der Familie, die da dabei sind, oder Freunde. Die sind einfach, ja, nochmal glücklich, einen schönen Tag zusammen erlebt zu haben. Wir sind sehr glücklich heute, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit dem heutigen Gespräch wollten wir vom Freizeit Magazin Leo Aktiv auch wieder einen kleinen Einblick geben beim Team Wünschewagen. Der Team Wünschewagen wird auch in der nächsten Zeit wieder bei unseren Events, bei dem einen oder anderen, entweder bei den Frühlingstagen, Autoschau und so weiter, wenn es die Zeit erlaubt und der Wagen nicht an dem Wochenende im Einsatz ist, weil auch da gilt nämlich, ich kann jetzt sagen, es regnet heute und das haben wir auch im Vorgespräch gesagt und wir warten nochmal 2-3 Wochen. Bei sterbenskranken Leuten ist das nämlich nicht wetterabhängig, sondern man will denen die letzte Möglichkeit auch geben, Ihre Reise anzutreten mit dem Wünschewagen. Wegen dem würden wir uns freuen, wenn wir es dann auch dann, gilt gleichzeitig auch als Einladung für Sie und Ihr Team, bei dem ein oder anderen Event bei uns hier im Altkreis Leonberg, wenn wir Sie begrüßen dürftet, wenn Sie die Besucher, die dann hoffentlich auch wieder in großer Anzahl unsere Messe besuchen, Ihnen Fragen stellen. Die Kontaktdaten mit dem Spendenkonto vom Wünschewagen Ludwigsburg blenden wir gerne am Ende unserer Reportage ein. Mir bleibt eigentlich nur noch, mich recht herzlich zu bedanken, dass ich Zeit genommen habe, Frau Löser, heute. Weiterhin noch viele hunderte von Fahrten wünsche ich unfallfrei mit den Kindern, Erwachsenen, kleine Engel, die brauchen wir auf der Welt. Schön, dass es euch gibt. Macht weiter so. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Ein großartiges Dankeschön bei der Unterstützung dieses Projektes geht an unsere Geschäftspartner Tippmann Werbetechnik, Zweirathaus Meier, dem Hagebau Bohley und dem Küchenstudio Schindele.